Hallo Kackbratzen. Zu Rindergulasch benötigen wir Soße, die erst mit entsprechender Würzung die Konserve vollendet. Wichtig ist eine gehaltvolle Brühe. Wenn es ein Spiel gibt, zu dem ich auch heute noch regelmäßig gerne zurückkomme, dann ist es Star Fox auf dem Super Nintendo. Das Ding war damals eine Revolution. Die 3D-Grafik war einfach atemberaubend schön, auch wenn es nur relativ große Polygone mit ohne Texturen waren. Aber das war uns damals auch ziemlich scheißegal. Später auf der PS1 musste man ziemlich lange suchen, bis man einen vergleichbaren Titel fand. Die meisten waren eher so meh und kein einziges Spiel hatte so unheimlich großartige Charaktere wie das legendäre Star Fox. Das erkannte zum Glück auch Sony und ließen dann von der Spielebutze Rage den Rail-Shooter Space Debris entwickeln, der dann im Jahr 2000 für die langsam dahin sich endende PS1 veröffentlicht wurde. We've detected intruders entering the solar system, sir. Mobilize the second fleet to engage. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass diese Perle komplett in einem schwarzen Loch verloren gegangen ist. Dabei war es ein relativ anständiger Titel, auch wenn man enorm viel Geduld mitbringen muss, wenn man das Ende erreichen möchte. Nicht ganz so schlau war auch die gewählte Schriftart für das Cover. Auf den ersten Blick hatte ich immer den Eindruck, dass das Spiel V-Space I Debris heißt. Mag auch sein, dass ich komplett dumm bin. Was die Story betrifft, so war man maximal kreativ. Aus irgendeinem dunklen Loch des scheinbar unendlichen Weltraums wanzte sich irgendeine ziemlich aggressive und bis dato völlig unbekannte Alienrasse an und brachte die gesamte Verwandtschaft und jedes verfügbare Schiff ihrer Alienflotte mit, um nun die Erdbevölkerung zu leckeren Gulasch zu verarbeiten. Selbstverständlich kann das Gulaschfleisch auch durch zwei Vorschneider gewolft werden. Schöner und gleichmäßiger werden die Stücke aber, wenn sie von Hand mit dem Messer geschnitten werden. Die Vereinigte Weltraumpolizei namens United Earth Defenses machte ihren Namen keine Ehre und wurde von der übermächtigen Alien-Invasion beinahe komplett dem Erdboden gleichgemacht. Wie immer kann es nur einen Helden geben, der im Alleingang den Karren wieder aus der Scheiße holen soll. Okay, Doc, I'm moving into position. One reactor coming up. Stay alert, Whip. Sein Name ist James... James Bond. Und in dessen Rolle dürfen wir nun in den kommenden knapp 2 Stunden schlüpfen. Unser Held ist natürlich nicht allein unterwegs und unterzieht sich gegen Ende hin sogar einer relativ schmerzhaft aussehenden Transformation. Wie es sich für ein richtiges Weltraum-Epos gehört, dürfen natürlich die passenden Nebenfiguren, in dessen Rollen wir ebenfalls auch für einige Missionen schlüpfen dürfen, ebenfalls nicht fehlen. Wir haben hier den sehr öden und relativ kompetenten 0815 Raumschiffkapitän, der sein Müsli gerne auch mit einer Flasche Weltraumwodka aufgießt, den großspurigen, aber absolut zuverlässigen Freibeuter auf 400-Euro-Basis und natürlich darf auch eine kernige Ische mit ohne Mähne, dafür mit sehr viel Haaren auf den Zähnen und hautengen und bauchfreien Strampelanzug nicht fehlen. Where's Brian? He's volunteered to be reborn. Trotz dieser sehr glamourösen Besetzung fehlt es der Story doch irgendwie an Würze, was vielleicht etwas schade ist, aber am Ende das Kraut auch nicht wirklich fett macht. Das gleiche gilt auch für das Setting. Man fliegt durch oder über karge Weltraumschrottplätze, rostige und eintönige Planeten und wuselt sich durch eine verkrustete alte feindliche Raumflotte mit teils sehr riesigen Schiffen und Robotern. In Bezug auf die Handlung verknüpft die Geschichte letztendlich zwar die Action-Szenen recht gut miteinander, ist aber letztendlich entbehrlich. Don't worry, Doc, I'm on it. Bei so einer feinen und mundgeblasenen Story darf man natürlich nun ein komplett spannendes Spiel erwarten. Und ich sag das diesmal ganz ohne Sarkasmus, denn auch wenn die 0815-Geschichte in etwa so schmackhaft ist wie ein Stück Tofu und so sinnvoll wie koffeinfreier Kaffee, ist das Gameplay tatsächlich gar nicht mal so übel. Grundsätzlich hat man die Existenz von Space Debris den Nintendo-Klassiker Star Fox zu verdanken. Man fliegt mit wenigen Ausnahmen wie auf Schienen durchs Weltall und weicht Hindernissen aus, ballert Aliens in 1000 Stücke, sammelt Power-Ups auf, um sein Raumschiff mit mehr Waffen oder Energie zu versorgen und kämpft gegen fast ein Dutzend bildschirmfüllende Bosse, wobei der Endgegner schon beinahe eine Ausgeburt der Hölle ist. Während aber Star Fox vom Schwierigkeitsgrad ein relativ machbares Spiel war, wirkt Space Debris stellenweise wie ein schlechter Weltraum-Albtraum auf Crack, denn selbst schon auf der einfachsten Stufe wird man sehr schnell ins Schwitzen kommen. Zum Glück wird man mit den regelmäßigen Upgrades stets ein schnelleres und angriffslustigeres Schiff steuern dürfen, die Waffen überhitzen nicht wie etwa bei anderen Genre-Vertretern und ein kuscheliges manuelles Zielerfassungssystem sollte es auch mit den schwierigsten Feinden aufnehmen können, da eure Raketen auch noch jede Schwachstelle eines Feindes zielsicher treffen werden.
Während man aber nun bei den Star Fox-Spielen verschiedene Wege zum Ziel einschlagen konnte, was nicht nur den Wiederspielwert enorm verlängerte, sondern teilweise die eigentliche Spielzeit auch extrem verkürzen konnte, wählte man bei den 10 verfügbaren Missionen in Space Debris einen komplett linearen Ansatz. Damit das Ganze aber nicht zu langweilig wird, lassen sich in den Level eine anständige Menge an Abkürzungen und versteckten Kram finden. The power is offline. We need a new reactor core and a plasma source to fuel it. Not a problem, Doc. I've seen plenty of reactors lying around the Ganymede junkyard. Insgesamt teilen sich die Missionen auch in 2 verschiedene Spielweisen auf. Die eine Hälfte folgt dem traditionellen Rail-Shooter-Gameplay, in dem man einem festgelegten Pfad bis ans Ende des Level folgt, während man in der anderen Hälfte die Level auf eigene Faust erkunden darf. Der Sandkasten ist allerdings nicht besonders groß, aber immerhin bietet das Gameplay genug Abwechslung, damit man sich vom großen Vorbild Star Fox ein wenig abheben kann. Es gibt verschiedene Herstellungsmethoden, die auch in der Filmbeschreibung geschildert sind. Wer jedoch Wert auf Qualität legt, der arbeitet so, wie wir es hier zeigen. Grundsätzlich bietet das Spiel 2 verschiedene Waffensysteme an. Zum einen gibt es die bereits erwähnten Zielerfassungsraketen, die man durch einen praktischen Druck auf Quadrat in Richtung der Feinde ballern kann, und dann gibt es natürlich noch die klassische Pew-Pew-Pew-Plasmakanone. Diese hat, wenn man so will, 2 verschiedene Modi. Wer sein Gehirn ausschaltet, kann mit einem seiner Wix-Griffel gerne die X-Taste gedrückt halten, allerdings darf man dann auch nur ein eher halbherziges und gemächliches Piu-Piu-Piu erwarten. Wer schlauer ist und mindestens 10% seiner letzten Synapsen verwendet, wird feststellen, dass die Standardwaffe durch wiederholtes Drücken auf die X-Taste viel schneller ballern lässt. Wer nun einen durchtrainierten Daumen hat oder den Controller mit der linken Hand hält und mit dem Zeigefinger der rechten Hand die X-Taste mit einem furchtbar schnellen Dauerfeuer bearbeitet, erhält am Ende nicht nur einen mächtigen Krampf und vielleicht ein Karpaltunnelsyndrom, sondern auch eine furchtbar schnelle und sehr effektive Feuerrate für seine Mühen spendiert. Wer die Technik raus hat, wird möglicherweise die Raketen kaum noch einsetzen, da man mit einer komplett aufgeladenen Kanone die Zerstörungskraft der Raketen sogar noch übertrumpfen wird, auch wenn es euch spätestens nach einer halben Stunde den Daumen oder Zeigefinger zerfetzt. Geht man während einer Mission mal hops und hat zufälligerweise noch eines von seinen 3 Leben übrig, steigt man beim letzten Checkpoint wieder ganz komfortabel ins Kampfgeschehen ein. Verbraucht man allerdings eines seiner Continues, muss man das Level komplett von vorne beginnen. Whoa, Doc. I think I've got it in my sights now. Wenn man den Endgegner erreichen sollte, dann wird man sehr schnell feststellen, dass man nicht den Hauch einer Chance hat, wenn man vorher sein Raumschiff nicht aufs Maximum gebracht hat. Wer vorher bei den etwas sehr zermürbenden Gegnerwellen also nicht sein Bestes gab, braucht erst gar nicht gegen den finalen Boss antreten. Die Entwickler von Rage hatten wohl auch im Jahr 2000 noch keine Ahnung, wozu dieser graue und Memory Card genannte Plastikklotz dient, den man in den Slot oberhalb des Controllerports steckt. Mit der Speicherkarte wird man leider nicht seinen Spielstand speichern können. Aber warum auch? Das Spiel ist ohnehin so kurz, dass ein Speichern zwischen den Level relativ unnötig ist. Außer man hat natürlich eine Lieblingsmission. Entwickler Rage möchte, dass ihr Space Debris als Gesamtpaket liebt und auch stets in einem Hubs verzehrt, wie etwa auch leckeres Gulasch. Und so kann Gulasch nett dekoriert angerichtet werden. Die Grafik von Space Debris ist jetzt vielleicht nicht so schön wie ein saftiger Fleischeintopf, aber für ein Spiel aus dem Jahr 2000 kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen, auch wenn man irgendwie den Charme eines Star Fox vermisst. Space Debris ist viel knuspriger und auch weniger bunt als der Nintendo-Klassiker, trotzdem hat man beinahe ein komplett fehlerfreies Spiel abgeliefert. Das Feuerwerk auf dem Bildschirm gerät quasi nie ins Stottern, auch wenn das Piu-Piu-Piu mal wieder heftiger wird, und sonstige Störungen, die das Gameplay beeinträchtigen können, sind quasi nicht vorhanden. Insgesamt ist die Grafik nichts Außergewöhnliches, aber sie erfüllt ihren Zweck und die Spezialeffekte machen der guten alten PS1 wirklich alle Ehre. Man bekommt eben den typischen PS1-Grafikbrei auf die Netzhaut geschmiert und das gilt nicht nur für das Gameplay, sondern auch für die vielen Zwischensequenzen. Project Phoenix, Captain Grant. The ultimate weapon, a means of fusing man with machine. Das Voice-Over ist zwar wie immer ein wenig käsig, aber zumindest sind die Filmchen auch so kurz gehalten, sodass einem nicht sofort Blut aus den Ohren laufen wird. Auch der Soundtrack ist eigentlich ganz gut gelungen und wickelt das Weltraumgulasch mit der passenden Atmosphäre ein. Die restlichen Effekte stammen allerdings aus der Standardschublade, verpassen aber dem Gesamtprodukt die passende Würze. Das Fleisch muss von der Soße getrennt werden. Deshalb passieren wir den Gulasch und schwenken das Fleisch anschließend mit nicht zu viel kochender Knochenbrühe ab. Space Debris ist am Ende kein wirklich schlechtes Spiel.
aber eben auch nicht eine sagenhafte Perle, die man unbedingt gespielt haben muss, wenn man sie damals warum auch immer verpasst haben sollte. Und leider ist es nicht die Antwort auf Nintendos Star Fox, auch wenn es und damals die Entwickler weismachen wollten. Insgesamt ist aber das Gemetzel ganz interessant und raffiniert umgesetzt worden, sodass man sich auf einen ordentlichen Wiederspielwert freuen darf. Die Gebrauchtpreise liegen auch in einem sehr vertretbaren Bereich, sofern man sich nicht in den unendlichen Weiten von Romhausen auf die Suche nach einer funktionierenden Sicherheitskopie begeben möchte. Und trotz all der Kritik und das Fehlen des Potenzials, ein waschechter Klassiker zu sein, hat es Space Debris nicht verdient, seinen Namen alle Ehre zu machen und als Weltraumschrott in die Annalen der Geschichte einzugehen. Wer nach einem handfesten Weltraum-Shooter sucht, der im Prinzip noch eine ganz passable Story mit netten Zwischensequenzen hat, der sollte sich diesen Titel auf alle Fälle mal genauer ansehen. Man benötigt stahlharte Daumen und manchmal auch ein wenig Durchhaltevermögen, aber am Ende lohnt sich die Mühe allemal und man wird für 2 Stunden doch eine Menge Spaß haben. Am besten ist das Gesamterlebnis natürlich mit einer schönen Schüssel heißen Gulasch. Ein Gulasch, wie er sein soll. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.